USA. Lol. Hä, war da gerade China? Hey, du hast einfach ein falsches Update. Hier sind viel mehr. Jamaika. Ja, Alter, was sind das? Japan, Kamerun. 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 Was bist du denn für ein Spast? Und das hast du jetzt alles so reingeschnitten. Lad das bitte trotzdem so hoch, danke. Ja, mein FIFA jetzt. Ach, da bin ich Chairplayer. Ja, genau, tschüss. Was bist du denn für einer? Mein FIFA ist komplett aktuell und ich habe ja, meine Konsole gerade noch geupdatet. Ja, offensichtlich ja nicht. Bei mir sind 24. Was ein Zufall. Was ein Zufall. Oh Mann. Ja, ich wollte ja nur noch mal überprüfen, ob es denn auch so ist. Ach, pass auf, jetzt ist Kina nicht mehr da. Es ist nicht da. Das war einfach ein Bug. Was ist das denn jetzt? Hä? Ja, also, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich hoffe, du nimmst auf. Ja. Jetzt müsste es da sein, oder? Nee, ist nicht da, es liegt nicht daran, ne? Liveform. Ja doch, dann ist es an da. An der Live. Oh mein Gott, das ist so dumm. Es liegt an der Liveform. Das war gerade der geilste Moment in meinem Leben, wo ich realisiert habe, dass China nicht mehr da ist. Ja, doch, kein Bock. Oh Mann. China gibt's nicht mehr. Ich will wieder die Maya haben. Ich finde die echt krass. Das ist halt no joke jetzt. Guck mal hier, wie heißt Verspätung auf Chinesisch? Deutsche Bahn. Deutsche Bahn. Lol. Hab ich nicht verstanden. Wie heißt Oberschenkelbruch bei Männern auf Chinesisch? Knicki, Knacki, Nabaisaki. Was ist denn da lustig? Wieso hast du den Ball, wenn du den ins Aus packst? Alter, ich raste dir gleich aus. Ich trete den Ball kaputt. Oh, ja, das ist halt so gar nicht lustig. Ja. 3, 2, 1. Hey Leute und willkommen zu einem Special Video hier. Special mit dem guten alten Jan. Hi. Hallo. Was machen wir jetzt eigentlich? Torwart oder so? Ja, klar. Als echt? Ob du jetzt selber spielen willst. Ist nee, nicht. Wollte ich nicht. Ja, also. Ja, wir spielen hier WM. Finale echt? Auch aus Versehen. Hups. Aus Versehen bis ins Finale gekommen. Ja, sorry. Ja, da ist die Maya. Oh ja, die finde ich sexy, Leute. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, dann unbedingt bei Jans Video vorbeischauen. Denn das war mega, mega lustig. Wir haben gerade bei ihm nämlich das nächste Spiel, was quasi auch nächstes Wochenende in Real Life stattfindet, gespielt. Deutschland gegen Spanien. Nee, nicht nächstes Wochenende, sondern es kommt. Ach, das kommt Mittwoch. In der Woche, okay, okay. Ja. Das haben wir auf seinem Kanal gezockt und da haben wir irgendwie China nicht gefunden, also das erste Spiel von der deutschen Nationalmannschaft, China von der Frauen. Vor allem. Ja, China ist es auf jeden Fall nicht. China. Backen. Ja, China, Champions League, oder? Champions League. Oh Leute, Inside am Start, ich weiß nicht, ob man das jemals im Video wir gesehen hat. Wir sind einem grausamen Hitzetod gestorben. Ja Leute, es ist so warm, Jan, bei Jan ist irgendwie 35 Grad, bei mir hat sich jetzt auch aufgeritzt auf, keine Ahnung, auch 30 Grad ungefähr. Also ungefähr, es ist wahnsinnig. Aber kein Thermometer, bei ihm sind so 22 Grad und so, er sagt ja. Nein, bei mir ist gar nicht so warm, aber egal, auf jeden Fall Leute, hier, ja, weiß ich. Ja, komm, wir haben hier das Spiel jetzt von China gegen...
Deutschland, ich bin Deutschland, die Torhüterin von Deutschland und er die von China. Ja, wie gesagt, also das erste Spiel gibt's bei mir, aber schaut trotzdem bei Jan die Folge an, weil wir die quasi vorher aufgenommen haben. Und da habe ich auch ein bisschen über die Leonie Meyer erzählt. Ach, die Trainer müssen wir auch noch ausstellen. Die Leonie Meyer hier, linker Flügel spielt die Guard. Die finde ich, das ist die hübscheste von dieser ganzen Mannschaft. Also die finde ich schon echt sexy. Und erste Parade. Haben wir. Oh Gott. Das haben wir hier bei Jan alles besprochen. Also da reingucken. Ich habe auch schon ein Date mit ihr ausgemacht. Also ich werde die auf jeden Fall heute noch, wie ich auch in Jans Video gesagt habe, nageln. Ja. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Schneidest du das rein? Und das wird super. Ja, klar. Ich hoffe, du schneidest es rein, sonst macht das keinen Sinn, wenn ich es sage und du es nicht reinschneidest. Ja, gar keine Gefahr. Jetzt nach vorne. Ja, der Libero kommt. Oh. Der Libero Rini. Morali, Uli. Weibliche Form von Libero ist. Liberin, Liberon. Ja, Liberi, ja. Ribri. Riprop. Und jetzt. Hä, ich hab geschossen. Ja, hat man gesehen. Jetzt der Libero, Liberi. Liberi. Oh Gott. Oh ja. Du Spaß, das gibt's nicht. Du hast mich einfach dazu verleitet, vorzurennen. Mann, Jan. Ja, wieso kann ich dich dazu verleiten, vorzurennen, während du gar nicht im Ballbesitz bist? Das ist doch ein bisschen dumm, oder? Wangschisch macht. Wangschisch. 1-0. Das 1-0. So schlecht. Ja! Das Tor war schlecht, Alter. Ja, ihr habt die einfach abgelenkt. Nee, meine Spielerin hat deiner Spielerin den Ball gegeben. Hab ich nicht gesehen, ich war ganz beschäftigt. Mitten im Strafraum 5-Meter-Raum haben die sich einfach den Ball gegeben. Hier, zack, warte, jetzt bekommt meine den Ball und zack, rüber zu dir. Unglaublich. Ganz easy. In meiner Folge habe ich doch Deutschland gegen China gespielt und heute gab es bei mir China einfach nicht. Alter, wie kann man das vergessen? Oh, easy. Oh, richtig geil. Ja! Nein. Das automatische Stellungsspiel von meiner Freundin ist behindert. Super Schuss! Ich hab die ganze Zeit das automatische Stellungsspiel gedrückt gehabt und sie steht da plötzlich, als ich die sehe. Leonie Meyer! So richtig außerhalb, wieso stand die da? Heute Abend in meiner Badewanne. Geil, ey. I love you. Oh. Jetzt mal einen Ball gehalten, hier kann es ja nicht sein, das ist richtig schlecht, was hier gerade abgeht. Nee. Ja, jetzt! Ja! So was? Gut! Ja! Ich wusste gar nicht, dass es geht. Er ist richtig beeindruckt, dass ich mal einen Ball halte. Ja, sehe ich. Nee, das war ja nicht ich. Spaß! Ja, sehr gut. Wir spielen mit der nötigen Ernsthaftigkeit, ich merke schon. Oh, das war gut. Jo, danke. Oh, scheiße. Oh, ja. Danke. Oh. Oh, scheiße. Nicht anwählen, fuck. Hilfe. Es ist nicht die Ernsthaftigkeit. Wenn ihr die Ernsthaftigkeit haben wollt, Leute, dann müsst ihr unbedingt bei meiner WM schauen. Geräuter. Was? Dann müsst ihr bei meiner Geräuter Fürth-Karriere. Oh, ja. Oh. Was? Ja. War das für eine schlechte Parade? Ja. Das war doch so ein Foul. Da hat mich einfach jemand voll das von hinten umgerammelt. Das war der beste Schuss, den ich in meinem Leben gesehen habe. Der war so schlecht. Oh Gott. Geht einfach über dich rüber geschossen. Ja, war schon krass. Das war, glaube ich, wieder die Wang... Nee, Li Ying war das. Li Ying, Wang Shang und Li Ling. Ja, bei meiner Fürth-Karriere vorbeischauen für die Ernsthaftigkeit. Hier ist nur Spaß. Hihi. Oh.
Hast ein bisschen Zacken gemacht. Oder? Ja, das automatische Stellungsspiel war ein bisschen verwirrt. So, was passiert da jetzt gerade? Ich dachte, so war es, als ob die schon alle geschmolzen sind. Dann habe ich so gemerkt, er will mich verarschen. Boah, das war wieder so einfach. Oh. Hm. Ah. Hm. Da kommt Nein, noch das jemand. War schlecht. Der geht niemals. Der geht. Bitte. Komm. Nein, mach ihn rein. Oh. Scheiße. Es war viel zu weit weg. Es war hinter der Mittellinie, aber ich dachte. Das wäre zu krass gewesen. Ja. Echt? For real. Wird gefoult. Ich bin einfach hinterm Tor. Der Pfosten hat mich gerade aufgehalten. Hast du es gesehen? Nee. Ich bin einfach hinter den Pfosten gelaufen und hab mich gewundert, warum meine nicht mehr da ist. Und ich bin einfach festgehangen hinterm Pfosten. Und was war im Spiel? Oh Gott. Wieso ist Jan da? Man. Never. Oh, leckt es so. Leckt das. Was war das denn für ein Bug? Wenn eine Frau schießt erstmal. Nee, ja, wenn du schießt. Käsekuchen. Ja. Ich mag Käsekuchen nicht. Gar nicht. Mir viel zu trocken immer. Find's viel zu käsig. Ach, ekelhaft. Ach, das ist Deutsch! Ah. Ich hatte gerade kurz Angst. Was? Hab ich da gar nicht gerafft. Im ersten Moment dachte ich so, hä, was? Das ist Deutsch, was will der? Hä, ist denn... Ja! Ja! Nein. Ja, wir gehen in Führung! So verdient! Nur weil er mal wieder Spielverderber ist und die Spielerin anwählt. Ja, das ist ja funny, ist das. Mich werden die Leute schon wieder voll... Jahre lang schon machen können. Mich werden die Leute wieder voll haten dafür. Oder uns beide so, ja Mann, spiel doch mal ernst. Wie gesagt, bei Jan haben wir sogar halbwegs ernst gespielt. Nicht nur halbwegs, komplett. Ja, richtig. Und, ich zumindest. Ich nicht, oder? Ne, wir haben echt gut ernst gespielt. Gut und ernst. Und, Eng Shimeng. Und, in der Fürth-Karriere, wie gesagt. Man muss ja auch mal Spaß haben. Wenn ihr eine gute Torwart-Karriere schauen wollt, dann schaut bei Abgezockt vorbei. Dann schneide ich raus. Ich hab doch gedrückt! Du bist doch... Nee, das darfst du nicht. Meine können nicht schießen. Nee, das darfst du nicht. Ich wollte dich gerade voll umgrätschen, Mann. Er so nicht dich wie so ein kleines Kind. So, nee, das darfst du nicht. Ah. Sie sind so schlecht, Mann. Ah. Ah. Leute, ihr müsst es einfach so sehen, wie wenn wir halt selbst gespielt hätten. Das ist jetzt keine richtige Torwartkarriere oder Torwartfolge. Habe ich auch nicht gesagt. Das ist einfach eine Special-Folge, habe ich gesagt. Keine Torwartfolge. Alter, wieso ist meine Verteidigung so schlecht? Oh! Was? Ja, genau! Was war das für ein krasser Schuss? Lol. Alter, deine Spielerinnen sind so viel besser. Oh. Alter! Hilfe! Der geht niemals, Alter. Ich raste so aus. Das ist so... Ja. So ein krasser Sheet einfach nur. Sheet. Sheet. China. Champions League. Oh, krasser Typ, der Jan. Alter, sagen, die können nicht schießen. Ich würde sagen, China. Das ist alles Fake, was wir machen. Ja, ist es auch. Oh Gott, gar kein Ding, da hol ich mir sogar den Ball. Ja. China ist so schön. Jetzt wirft er, weil er schon weiß, dass er jetzt anwählen darf, sozusagen. Der geht nicht. Alter, die können nicht schießen! Also selbst wenn ich die jetzt nicht angewählt hätte, der wäre nicht gegangen. Das ist ja so lächerlich. Da hab ich ja gerade einen besseren Schuss mit dem Torwart gemacht. Ich hab den ja auf den Pfosten geböllert. Ja, genau.
Das Spiel aber, ist so hier. So geh einfach außen rum. was war denn das jetzt? Ah. So, Leute, das war's. 3-2 gewonnen. Ja, wir haben viel Scheiße gemacht. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Aber es musste ja auch mal ein bisschen lustig sein. Danke fürs Zuschauen. Schaut bei Jan vorbei. Und wie gesagt, bei der Fürth-Karriere auch gerne vorbeischauen, falls ihr seriösen Torwart-Content sehen wollt. Es kommt bald wieder eine Folge online, meine lieben Freunde. Am Montag, glaube ich. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.